Ja, hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. Schönen guten Morgen, schönen guten Tag, lieber Geschäftspartner, lieber Interessent, lieber neuer Partner. Freue mich, dass du da bist. Ja, mich erreichen derzeit einige E-Mails. Wir sind jetzt in der zweiten oder im zweiten Tag, wo wir uns registrieren können, alles nied- und nagelfest machen können bei Fairway, dass wir da auch als Partner tätig werden können ab dem 4. November. Und oft steht in der Mail drin, lieber Andreas, warum muss ich 49 Euro bezahlen? Lieber Geschäftspartner, ich möchte das gerne erläutern, warum 49 Euro. Du kriegst ja diese schöne schwarze Box und dort sind erstmal zwei Kataloge drin, deine Ambassador-Karte, ja, die dich berechtigt, ja 20% günstiger einzukaufen bei Firma Fairway ab dem 4.11. Du kriegst die Produkte natürlich günstiger als der Kunde. Du kriegst einen professionellen Webshop dazu, eine Homepage dazu. Du hast ein Backoffice, was eigentlich dein Online-Büro ist, wo du alles drin sehen kannst, wie zum Beispiel, was hat deine Gruppe gemacht, was hast du selber gemacht, wie viele Boni stehen dir zu und die werden täglich, also alle 24 Stunden von 0.0 bis 0.0 deine Provision in dein E-Wallet eingebucht, was du natürlich auch noch zusätzlich dazu bekommst. Ja, jetzt kann man sagen, ja, die Firma will ja, dass ich für die arbeite. Nein, du arbeitest nicht für die Firma Fairway, sondern du arbeitest ganz allein für dich. Und ich habe manchmal so das Gefühl, dass der ein oder andere Interessent noch nicht so wirklich weiß, was Network Marketing heißt. Network Marketing ist nichts anderes wie eine vereinfachte Form der Selbstständigkeit. Du musst dir nicht am Anfang sehr viel Geld in der Hand nehmen, um dich selbstständig zu machen, dir ein eigenes Business aufzubauen, sondern du hast hier die Möglichkeit, mit einem geringen Betrag, wirklich einen geringen, übersichtlichen Betrag, dir eine Zukunft aufzubauen, wo andere viele Hunderte, vielleicht auch Millionen Euro vorher ausgeben müssen, bevor sie überhaupt irgendwie erfolgreich werden können. Aber ich will mal ein anderes Beispiel machen. Vielleicht bist du gerade berufstätig, vielleicht bist du in der Lehre, vielleicht bist du schon länger in einer Firma. Jetzt frage ich dich, lieber Interessent, lieber Partner, wo ist diese Firma? Ist die bei dir im Wohnzimmer? Wahrscheinlich werden jetzt 99% sagen, nein. Also heißt, du musst zu deiner Firma hinkommen, zu deiner Arbeit, entweder mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem eigenen Pkw oder vielleicht auch zu Fuß. Ja, so. Und das kostet dir Geld. Und das ist genau Geld, was du in dir selber investierst, nämlich damit du zum Arbeitgeber kommst und dort arbeiten kannst und von dem dann dementsprechend entlohnt wirst. Vielleicht magst du auch die eine oder andere Firma geben, wo der Arbeitgeber einen Anteil von den Fahrtkosten zurückzahlt, aber ich sag mal, auch da zu 95%, 98% wird es dies nicht geben. Ich habe einige Firmen durch in meinem Leben schon, ja, habe einige Firmen wechseln müssen und bisher habe ich noch nie von meinem Arbeitgeber Fahrkostenerstattung bekommen. Das Einzige, wo ich sie herbekomme, und das ist ja dann auch nur prozentual vom Finanzamt bei Lohnsteuerjahresausgleich. Ja? So, und ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel. Du brauchst für den Weg nach deinem Arbeitgeber am Tag 2 Euro. Das mal 20 Arbeitstage, da wären wir bei einer Summe, die du im Monat für Fahrtkosten ausgibst von 40 Euro. Wenn du jetzt einen Pkw hast, rechne ich die Steuern nicht dazu, ich rechne nicht die Versicherung dazu. Ja, weil viele haben ja ein Auto, weil sie zum Arbeitgeber auch müssen. So, heißt also, das rechne ich mal gar nicht dazu. Ich gehe aber mal vom Pauschalbetrag von 2 Euro aus. Sind also im Monat bei 20 Arbeitstagen 40 Euro. Wenn ich das Ganze jetzt mal 12 nehme, sind wir bei 480 Euro. Von mir aus machen wir noch einen Monat Urlaub weg. Ja, oder 2 Monate, ja, dann sind wir bei 400 Euro. Und da frage ich mich, lieber Geschäftspartner, lieber Interessent, warum müssen wir über 49 Euro diskutieren?
Die Firma Fellwell stellt ja alles ein fix und fertiges Programm dahin und wir müssen über 49 € diskutieren. Ich weiß jetzt schon die nächste Frage, warum muss ich Produkte kaufen? Stell dir vor, du machst ein anderes Geschäft auf, sagen wir mal einen Schuhladen, einen stationären Handel, ja? Du machst einen Schuhladen auf, lest ein paar Kataloge aus und hast leere Regale. Was glaubst du, wie viele Schuhe wirst du verkaufen? Ich denke mal nicht ein. Nicht ein paar Schuhe. Weil der Kunde wird erst gar nicht in deinen Laden reinkommen, weil er gar keine Ware sieht. So, ist doch normal, oder? So. Und wenn ich ein Geschäft mit Aloe Vera Drink habe, mit Parfüm, ja, dann ist es für mich persönlich, ist es total selbstverständlich, dass ich meine Produkte, die mir jetzt also bereitgestellt werden, ja auch aus meinem eigenen Geschäft nutze. Da braucht gar keiner mit mir diskutieren. Also ich würde gar nicht die Frage stellen. Ich könnte ja meinen Sponsor auch fragen, warum muss ich denn Produkte kaufen? Ja, es sind doch E-Produkte, die ich sowieso brauche. Ich brauche ein Parfüm, vielleicht ist Duschgel dabei, ein Reinigungsprodukt haben wir dabei. Ja, und den großen Vorteil, den ich doch dadurch habe, wenn ich die Produkte selber nutze, ich werde Produkterfahrung bekommen, ich kann über die Produkte sprechen und kann sie weiterempfehlen. Und das ist einfach Network Marketing. Nutze deine Produkte, spreche über dein Produkt und bilde dich weiter. Das ist Network Marketing. Und in dieser Lernphase kannst du schon Geld verdienen, weil auch du hast einen Sponsor. Und wenn du was nicht weißt oder Hilfe brauchst, fragst du deinen Sponsor. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass dein Sponsor dir auch helfen wird, sofern er es kann. Und wenn auch er es nicht kann, gibt es immer noch eine Upline nach oben hin. Und dann druck einfach so lange auf die Tube, bis du jemanden gefunden hast, der dir auch wirklich hilft. Ja, okay. Also, wie gesagt, danke für eure vielen E-Mails, die ich bekommen habe. Hab mich sehr natürlich über die E-Mails auch gefreut. Dem einen oder anderen habe ich geantwortet. Den einen oder anderen wird jetzt dieses Video auch gesehen haben und dann habe ich ihm wahrscheinlich dann auch geschickt oder halt durch die WhatsApp-Gruppe. Und ich freue mich natürlich auf jeden weiteren Partner, der sich für die Registrierung entscheidet, mit uns im Team zusammen was Großes aufbauen möchte. Und ich denke, wir werden uns mit Sicherheit bei der einen oder anderen Veranstaltung mal kennenlernen. Und ich biete es ja auch natürlich an, ja, wenn eine gewisse Anzahl von Leuten auf eingeladen worden sind, komme ich natürlich auch gerne in eure Stadt und mache dann für euch die Arbeit und ihr helft einfach nur ein bisschen dabei. Okay? In diesem Sinne, noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen. Bis bald, euer Andreas. Ciao, ciao.